Wir müssen einfach nur Trump über Syrien abwerfen. Ja? 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 Und wette mit ihm. Ich gehe gerne mit. Hello guys, welcome back to the channel. And if you're stopping by for the first time, thank you so much for stopping by and you're welcome to the family. So today we'll be checking out Trump on Fire on German TV. Und Vollpfosten 2015. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, verleihe ich jetzt noch einen ganz besonderen Vollpfosten. Er geht hochverdient an den kommenden Präsidenten der USA, an Donald Trump, meine Damen und Herren. Ja, ja, sozusagen der Vollpfosten fürs Lebenswerk. Haben wir extra hier oben so ein bisschen. Gucken wir. Ja. Ja. Natürlich. Leute. Jetzt ernsthaft, ich behaupte, in einer Welt, die immer populistischer wird, ist Trump der Politiker der Zukunft. Dumm, laut und extrem gut frisiert, meine Damen und Herren. Wir schalten mal live zu unserem Washington-Korrespondenten Christian Ehring. Christian, wichtigste Frage zuerst. Wird sich Trump an das historische Klimaabkommen von Paris halten? Also, Herr Welke, zum Thema Klimawandel hat der Präsident, ich nenne ihn einfach schon mal so, das Entscheidende längst gesagt. Zitat, es gibt keinen Klimawandel. Mal ist es wärmer, mal kälter, das nennt man Wetter. Zitat Ende. Ja, und wenn Sturmfluten ganze Regionen verwüsten, dann ist das halt Scheißwetter. Ich liebe diesen Mann. Wie schön, aber ist er nicht eigentlich brandgefährlich? Quatsch, nein, Trump ist genau das, was die Leute heute wollen, auch in Deutschland. Große Fresse mit einem gesunden Schuss Wahnsinn. Nicht immer, ja, aber die Fakten. Nein, fick die Fakten. Fakten sind für Loser. Und natürlich, ganz wichtig, immer dicke Hose. Würde ich Waterboarding wieder genehmigen? Ja. Sofort. Da könnt ihr euren Arsch drauf wetten. Und selbst wenn wir damit keine Informationen bekämen, die Typen hätten es trotzdem verdient. So, selbst wenn wir nichts aus euch rausfoltern, es macht uns einfach Spaß. Da können sich selbst die Islamisten noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, machen die ja gerne mal eine Scheibe abschneiden. Also. Sehr gut, ja. Der Trump. Well, wait, guys, did he actually say those things? Because I'm not hearing Trump's voice. I'm actually hearing somebody making a voiceover to Trump's presentation. So I don't think that's true. But this guy is just einfach, so was er denkt. Gut, die schlechte Nachricht ist, meistens denkt er nichts. Aber ist doch egal. Der kann einfach mit Menschen. Der kann sogar mit Tieren. Zugegeben, dieser Adler hier hat ein bisschen mit ihm gefremdelt, aber Trump hat das dem Vogel nicht übel genommen. Also er hat ihn natürlich tot gefoltert, aber dann war die Sache für ihn auch erledigt. Ich behaupte, wenn Trump erstmal im Amt ist, dann wird er viel diplomatischer. Ja, zu Angela Merkel hat er sich doch total nett geäußert. Ich dachte, Merkel wäre eine große Politikerin, aber in Sachen Flüchtlinge ist sie geisteskrank. Die ist geisteskrank. Die ist geisteskrank. Die Alte ist geisteskrank. Trump spricht halt die unangenehmen Wahrheiten aus. Alle Mexikaner sind Vergewaltiger. Und Merkel ist geisteskrank. Ja? Allgemeinwissen. Der will gar keine Muslime mehr ins Land lassen. Der ist sogar den Republikanern peinlich. Und das geht eigentlich gar nicht. Ja. Mit Klartext kommen Sie natürlich nicht zurecht. Sie Mainstream-Matratze. So, Newsflash, Welke. Politisch korrekt war gestern. Heute ist sinnlose Härte gefragt. Kein Problem ist so komplex, dass man es nicht mit mehr Schusswaffen lösen könnte. Weder in Paris noch in Kalifornien haben sie viele Waffen. Das ist das Problem. Wenn ich da mit einer Knarre gewesen wäre, hätte ich die Terroristen abgeknallt. Bäm! Ich behaupte, wir müssen einfach nur Trump über Syrien abwerfen. Ja? Ja? Und wette mit ihm! Ich gehe gerne mit ein! Der Mann kriegt das hin! Der Mann löst das ganze Problem im Alleingang. 3 Minuten später hat er den kompletten IS abgeknallt. Ja? Und warum? Weil er es kann. Yeehaw! Scheiße, Mann. Ich kriege langsam Angst vor Ihnen, Ehring. Sie klingen ja wie ein Trump-Fanboy. Wie bitte? Fanboy? Sie sind ja geisteskrank. Geisteskrank. Sie gehören abgeknallt und hinterher noch gefoltert. Genauso machen wir es. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Oh my goodness, these guys are on Trump names. I know he doesn't give a mind to this, but
Oh, my God. It's just so hilarious. But most of the things they say is kind of haunting, you know. It is. And I don't know the facts to most of the things. So these things are just so, you know, sensitive at the same time and controversial. And I don't know. I wonder if Trump sees most of this video. He would just like, oh, my God, I'm trending once more. I'm trending again. I'm always the guy that's trending. Like, oh. This is just so amazing, and I had a good laugh here on the channel. Please, guys, you can drop your thoughts on the comment section, and you can also do ways to comment more of this kind of video. So check it out here on the channel. Yeah, what's more, it's always good to have a good laugh, and this is one of them, like, right? So guys, if you have subscribed to the channel, please do remember to hit on the subscribe icon and on the notification bell so you get to see more of my amazing videos. And you can support the channel by using the super thanks and the Buy Me Coffee. The Buy Me Coffee link will be on the description bio. So for now, guys, bye. Bye in Trump voice.